Viele von euch werden die Situation kennen. Ihr plant einen langen Tag auf dem Stand, Wettkampf, Training, wie auch immer. Der Weg hoch an die jeweilige Bahn ist ein bisschen unwegsam und ihr habt Zeug zum Schleppen. Wie blöd. Ich stand und stehe eigentlich immer wieder vor genau diesem Problem. Da ich ja nicht nur mein eigenes Material mit mir rumschleppe, sondern oftmals auch Vereinsmaterial wie Vereinswaffen, sprich die separate Range Bag etc. Und eine Sache, die immer wieder bei mir zu kurz kommt, ist Trinken. Ich stehe jedes Mal da und habe zu wenig zu trinken dabei, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, das Zeug zu schleppen. Als ich bei der Landesmeisterschaft praktische Flinte war, kam der ein oder andere mit einem Ding an, wo ich zuerst echt drüber lachen musste, aber es macht Sinn und ist eine coole Geschichte. Und zwar ein faltbarer Bollerwagen. Richtig, Bollerwagen. Wir kennen das ja eigentlich alle, Vatertag, Bierkisten hinten drin und ab auf die Tour. Aber das gibt es aus, nicht auch aus Metall und mit größeren Rollen dran und damit auch sehr schön für unseren Sport nutzbar. Ich will euch meinen gerade erst bekommen Bollerwagen mal vorstellen und euch kurz zeigen, wie einfach und effektiv das Ding aufzubauen geht und wie viel Platz das Ding mit sich bringt. Lieferumfang. Wir haben den faltbaren Bollerwagen, in diesem Fall mit Breitreifen. Den gibt es mit unterschiedlich breiten Reifen. Es wird immer wieder empfohlen, die breiten Reifen zu nehmen, da die gerade auf Schießständen, die mit Split ausgelegt sind, besser zu manövrieren sind. Das ganze Ding ist wie gesagt zusammenfaltbar. Ihr seht, das hier ist das gesamte Paket. Das ist also eigentlich gar nichts, passt also auch somit, selbst mit einem relativ vollen Kofferraum, wunderbar noch ins Auto mit rein. Wir haben hier oben drüber einen Nylon-Deckel, der per Schnellverschluss hier unten fixiert ist, mit entsprechendem Durchlass für Trageriemen. Der Hersteller dieses Bollerwagens ist Samax. Link poste ich euch unten. Kostenpunkt liegt so irgendwo zwischen 80 und 90 Euro. Es gibt ganz unterschiedliche. Den hier werde ich euch unten natürlich verlinken. Und mit dabei ist natürlich in Deutsch und in Englisch die Aufbau- und Abbauanleitung. Und zwar, wie schon erwähnt, hier unten haben wir zwei Schnellverschlüsse, die machen wir einfach auf und dann können wir schon den Tragedeckel, Schutzdeckel einfach oben abnehmen. Wir machen dann den mit Klett geschlossenen Tragegriff auf, klappen, na okay. Griff auf und schon ist er aufgebaut. Das war es eigentlich schon gewesen. So, wir machen mal den Griff nach unten, richten hier noch ein bisschen alles entsprechend aus. So, wir haben hier vorne haben wir auch zwei Flaschenhalter, dass man also Papierdöschen oder wie auch immer damit reinmachen kann. Nachdem wir den Bollerwagen auseinandergezogen haben, schieben wir hier diese Räder außen nach außen und lassen sie links und rechts einrasten. Damit haben wir die entsprechende in der Breite die Standfestigkeit. So, dann können wir hingehen und sagen, wir nehmen meinen GPS-Rucksack. Wir nehmen zum Beispiel eine Kühlbox. Ich übertreibe es jetzt mal ganz bewusst. Dann habe ich noch an dem Tag vor, ein bisschen Flinte zu schießen. Und weil wir auch liegen schießen, nehme ich noch meine Isomatte mit. Und ich habe immer noch Platz für Material. Und das ganze Ding, hier vorne, haben wir unseren Griff, können wir wunderbar ziehen und wir sind on Tour. Ich finde, das ist eine ziemlich geniale Geschichte, weil es eben platzsparend auch weggepackt werden kann. Das heißt, ich habe keinen großen Wagen, der irgendwie den kompletten Kofferraum in Anspruch nimmt, sondern ich kann das Ding platzsparend zusammenfalten. Um den Bollerwagen wieder zusammenzuklappen, gehen wir in umgekehrter Reihenfolge vor. Wir schieben diese Rollen zusammen. Hier in der Mitte befindet sich ein kleiner Riemen. Den ziehen wir einfach. Klippen den Griff ein. Damit hat er eine gewisse Standfestigkeit.
machen den Griff wieder zusammen, nehmen die Schutzhülle, stülpen sie wieder drüber. Und der Bollerwagen ist wieder zusammengefaltet. Eine ziemlich coole Geschichte. Und ihr bekommt, denke ich mal, für einen kompletten Tag auf dem Stand wirklich alles unter. Und insbesondere, wenn man sich überlegt, man ist ja auf einer Langwaffendisziplin, man hat vielleicht mehrere Langwaffen dabei in verschiedenen Futteralen, dann bietet sich so eine Lösung wunderbar dafür an. Wie gesagt, Link poste ich euch unten. Ist eine ziemlich coole Geschichte. Ich bin dankbar für die Jungs, die das mit bei der Flintenmeisterschaft dabei hatten. Weil ich habe das so in der Form vorher noch nicht gesehen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.